Fällt dir bei dieser Wand etwas auf? Ja, wir haben einen Spion am Hals. Keine Panik, wir zeigen dir ein paar Tricks rund ums Spionieren. Was machst du denn da, Sophia? Och, wie süß. Oh. Was hast du denn gemacht? Die Bibliothek ausgeraubt? Ich versuche nur, mich auf den Test vorzubereiten. Oh, das habe ich total vergessen. Oh, ich bin so ein Dummi. Noch ist nicht alle Hoffnung verloren. Hey, was machst du denn da mit meiner Brille? Fertig. Siehst du die Lösung? Ja. Du hast keinen Röntgenblick. Dieser Hack beschert dir einen. Das liegt daran, dass du durch rote Gläser keine rote Tinte auf Papier sehen kannst. Warum studieren, wenn du diesen genialen Trick kennst? Danke, Eva. Hm? Was ist das denn für eine komische Brille? Versuchst du einen neuen Modetrend zu starten oder sowas? Mal sehen, was das soll. Ja, war alles ziemlich rot. Okay. Puh. Jetzt zurück zu den Antworten. Oh, es ist schon 4.14 Uhr. Tschüss. Und ich dachte so, ist das ein echter Hund? Alles klar, bis später. Das war ziemlich hastig. Wieder 4.14 Uhr? Ich muss los. Mach's gut. Tschüss. Ja, 4.14 Uhr. Das ist so seltsam. Oh, das war hart. Ist Sophia zu Hause? Was ist das hier? Ich frage mich, wo sie jeden Tag hingeht. Damit werde ich sie einfach verfolgen. Ja, schmeiß es rein, bevor sie zurückkommt. Und schon wieder ein Tag vorbei. Wir sehen uns später, okay? Lass das Verfolgen beginnen. Jetzt lehne ich mich zurück und schaue zu. Wow, die bewegt sich aber ganz schön schnell. Endlich werde ich dem Geheimnis auf den Grund kommen. Aber ich muss diskret sein. Challenge angenommen. Mein Telefon sagt, sie ist in der Nähe. Ich mache nur schnell ein paar Fotos. Ja, hab sie. Ist das ein Buch? Oh oh, ich wurde entdeckt. Ich soll wohl besser verschwinden. Wenn ich weg bin, gehst du hier unter keinen Umständen rein. Ist das klar? Verstanden, Sophia. Ich wünsche dir eine gute Reise. Was versteckt sie wohl in ihrem Zimmer? Oh, ich rieche etwas. Ja, es kommt definitiv von hier. Hm, ist das eine Kerze? Oder vielleicht Parfüm? Nee, es ist diese große Schüssel mit Süßigkeiten. Oh, ich werde einfach nur hier sitzen. Oh Mann, die riechen lecker. Ob sie wohl merkt, wenn ich mir was nehme? Nee, Eva, nein. Ach, wir stehen uns sowieso nicht so nah. Oh, die schmecken genauso gut, wie sie riechen. Oh, sieht immer noch so aus wie vorher, oder? Ah, jetzt sollte ich besser verschwinden. Oh, ich habe zu viel Souvenirs mitgebracht. Zeit zum Auspacken, denke ich. Puh. Mann, ist das heiß hier. Sind hier noch 16 Stück drin? Oh, wer war hier drin? Das war's. Ich muss nach Fingerabdrücken suchen. Dafür brauchst du etwas durchsichtiges Plastik.
Dann zeichnest du den Kopf der Taschenlampe nach. Wenn das erledigt ist, mal es mit einem blauen Marker an. Schneide es aus und bring es an die Taschenlampe an. Dann machst du dasselbe mit Rot. Klebe sie mit Klebeband fest und los geht's. Mach das Licht aus, bitte. Sind hier irgendwelche Fingerabdrücke? Genau wie ich dachte. Jemand hat seine schmutzigen Finger an meinen Sachen gehabt. Na warte. Eva? Okay, der Lippenstift ist drauf. Zeit für ein Selfie. Sei süß. Wir brauchen vielleicht gar keinen Filter. Oh, schau dir Sophia an. Was stimmt denn nicht mit meinem Gesicht? Oh, die kannst du aber nicht posten. Nein! Was getan ist, ist getan, Mädel. Naja, wenigstens sehe ich süß aus. Oh wei, jetzt bin ich aber müde. Ich werde meine Augen für ein paar Minuten ausruhen. Meine Chance, die Dinge wieder gerade zu rücken. Schläfst du? Okay, gib mir das für eine Sekunde. Puh. Och nee, der Code. Oh, ich komme nicht rein. Aber Eva kann. Ich weiß, was zu tun ist. Und dieser Lippenstift hilft mir. Reibe ihn einfach über die Fingerkuppe deiner Freundin. Dann drück sie auf ein Stück Klebeband. Super. Jetzt muss ich nur noch den Transfer machen. Kleb das einfach so auf. Und benutze es, um ins Telefon zu kommen. Ha! Blöde Kuh. Ihr Insta wird explodieren. Hier ist dein Telefon zurück. Es fühlt sich irgendwie gut an, gemein zu sein. Oh, bin ich eingeschlafen? Ich frag mich, wie viele Likes ich schon hab. Sophia, warst du das? Oh, du bist vielleicht eine Freundin. Sieht aus wie ein Filmabend. Oh, oh, letzter Chip-Alarm. Sorry, du verstehst das, oder? Oh, das ist Sophias Telefon. Wer hat ihr gesimst? Mal sehen, was drin steht, oder? Oh, wie gemein ist das denn? Frische Schüssel mit Chips kommt sofort. Oh, oh, ein Glück, dass Eva das nicht gesehen hat. Was hat sie jetzt vor? Hey, ich kann jetzt reden. Was sagt sie denn da? Ich kann sie kaum hören. Oh, das ist so unfair. Hey, diese Tasse wird mir helfen. Ich kann immer noch nichts hören. Blöde Tasse. Aber Moment. Nimm meinen leeren Ballon und schneide das Ende ab. Stülpe ihn dann über die Tasse. Perfekt. Mal sehen, ob ich jetzt was hören kann. Oh. Was machst du denn da? Hey. Oh, mein Paket ist endlich angekommen. Hm? Oh. Hallo. Ja, erzähl mir alles. Zeit für einen schönen heißen Tee. Ist das Sophias Paket? Ja, das ist für sie. Da steht ihr Name drauf. Ist es voll? Hört sich nicht wirklich nach viel an. Ich gebe auf. Es ist noch nicht mal ihr Geburtstag. Hm? Ah, ich weiß. Wusstest du, dass Dampf Kleber lösen kann? Ich muss den nicht mal aufreißen. Oh, es ist ein Brief.
Verständnis von ihrer Oma? Oh, das ist aber wirklich nett. Sophia darf nicht wissen, dass ich ihn geöffnet habe. Ich mache ihn wieder zu und lege ihn zurück. Hey, Eva. Eifersüchtig auf meine Sonderlieferung? Wünschst du dir insgeheim, du hättest das Zeug zum Spionen? Jedenfalls bist du dem jetzt einen Schritt näher gekommen. Welchen Trick wirst du zuerst ausprobieren? Lass es uns unten in den Kommentaren wissen. Und falls noch nicht getan, abonniere unseren YouTube-Kanal, damit du kein lustiges Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.